Am 30.05.2022 war es endlich soweit. Die Deutschlandpremiere von Jurassic World – Ein neues Zeitalter fand in Köln statt. Ich war dank der Firma Edelkids auch eingeladen und besuchte gemeinsam mit meinem Assistenten Marcello die Premiere. Vor dem Cinedom in Köln war ein beeindruckender roter Teppich aufgebaut. Dieser wurde in der Mitte von einer riesigen Fotowand geziert, die von dem Tyrannosaurus Rex höchstpersönlich durchbrochen wurde. Der vordere Teil dieser Wand bestand neben einem Kinoposter in XXXXL aus einem riesigen Jurassic World 3D-Logo. Um 18 Uhr war es dann soweit, wir konnten nach kurzer Verzögerung den Pressecounter betreten. Durch die Premierefeier führte der bekannte Moderator Steven Gätjen, der neben den US-Stars auch den einen oder anderen deutschen Prominenten interviewte. Ich wollte unbedingt meinen Amber Collection Ian Malcolm von Jeff Goldblum unterzeichnen lassen und hatte ihn sicherheitshalber schon fest griffbereit. Als Steven Gätjen auf die Figur aufmerksam wurde und von der Figur schwärmte. 5,95 €. Jetzt war es aber endlich soweit. Jeff Goldblum betrat den roten Teppich. Anschließend kam der Regisseur Colin Trevorrow höchstpersönlich und gesellte sich zu Jeff Goldblum hinzu. Wenig später stießen auch The Wonder Wise, Bryce Dallas Howard und Mamoru Arati dazu und wurden von dem Blitzlichtgewitter nur so überschwemmt. Anschließend standen die Stars der Presse Rede und Antwort. Und nach einiger Zeit hatten Marcello und ich das Glück, ein kurzes Interview mit Colin Trevorrow höchstpersönlich zu führen. Ein absolut genialer Moment. Und ich muss zugeben, dass ich vor lauter Aufregung kaum imstande war, halbwegs vernünftige Videoaufnahmen zu machen. Sorry an dieser Stelle dafür. Hallo Colin, zuerst wollte ich Ihnen danken, dass Sie das Jurassic-Franchise wiederbelebt haben. Ich bin mit der Jurassic-Reihe aufgewachsen und sehr stolz auf deine Arbeit. Du hast die Faszination für Dinosaurier wieder in mir geweckt. Ich bin sehr gespannt auf den letzten Teil. Was hältst du eigentlich von dem ganzen Merchandise zum neuen Film? Ich habe sehr hart an den Spielsachen gearbeitet. Ich habe größtenteils an der Entwicklung der Spielzeuge teilhaben können. Ich finde es wichtig, dass die Kinder etwas vor sich haben, was sie anfassen können und damit ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Ein paar Fragen zum Film hätte ich noch. Die Animatronics im Film, ich finde sie einfach fantastisch. Ich finde es super, dass die zurück sind. Wir haben mehr Animatronics in diesem Film genutzt als in den letzten beiden Filmen zusammen. Sie bewegen sich sehr flüssig und wirken dadurch noch viel realistischer, wie zum Beispiel der Giganotosaurus, der durch seine Größe wirklich beeindruckend ist. Und der Dilophosaurus ist zurück. Ja, der Dilophosaurus wurde komplett mit Animatronics umgesetzt und wurde nicht ein einziges Mal digital überarbeitet. Ich konnte es nicht fassen. Colin Trevorrow hatte gerade mit uns gesprochen und auch noch mein Owen Story Pack unterschrieben. Was für ein Wahnsinn. Als nächstes warteten wir auf Bryce Dallas Howard alias Claire, aber sie schaffte es zeitlich leider nicht zu uns zu kommen und so entgingen wir nur ganz knapp einem Interview mit ihr. Sehr, sehr traurig. Als nächstes hofften wir auf Jeff Goldblum, der den Chaos-Theoretiker Ian Malcolm in der Jurassic-Saga spielt, und er rückte immer näher an uns heran. Doch dann machte auch er leider einen Bogen um uns und wurde stattdessen von Moderator Steven Gätjen interviewt. Ach, was für ein Jammer. Fantastic, fantastic writer and director. He's the one who was the architect of the story for these last. Aber es folgte noch Mamoru Arati, der den Biosyn-Mitarbeiter Ramsay Cole spielt, und er war bereit, uns ein kurzes Interview zu geben. How are you doing today? I'm good, thank you. How are you? I'm glad. I'm very excited to see this movie. Yeah, you can see it tonight. Oh, cool. I'm glad to hear it. Ich habe ein paar Fragen.
Wie war es für dich, bei diesem Film mitzuspielen und dich selbst in diesem epischen Franchise-Finale zu sehen? Ich muss ihn selber nochmal schauen. Ich habe eigentlich eher auf die anderen Schauspieler geachtet als auf mich selbst. Die anderen haben eine sensationelle Arbeit geleistet und ich habe mich einfach gefreut, den alten Cast wieder im Film zu sehen. Es ist sehr schön, dich nun im Jurassic World Franchise begrüßen zu dürfen und ich freue mich, dass du nun Teil dieser Saga bist. Du hast so ein Glück, da mitspielen zu dürfen. Ich wünschte, ich könnte deinen Platz in diesem tollen Franchise einnehmen. Was ist dein Lieblingsdinosaurier? Der Triceratops. Ich liebe ihn. Er ist sehr friedlich, aber dennoch besitzt er auch diese gefährlichen Hörner. Ich mag ihn einfach. Noch eine kurze Frage. Könntest du vielleicht diese Sachen für uns signieren? Ja, klar. Die Stars gingen nun langsam Richtung Kinosaal und so war es auch Zeit für uns, unsere Sachen zu packen und in den Saal zu gehen. Schließlich hatten wir natürlich auch Fankarten. Vorbei an einem riesigen Bildschirm, auf dem der Trailer gezeigt wurde, gingen wir in Richtung Kinosaal 4, vor dem ein mannshohes beleuchtetes Jurassic World Logo stand. Das hätte ich natürlich glatt mitgenommen, wenn man mir das erlaubt hätte und mein Auto so groß wie ein LKW gewesen wäre. Im Saal angekommen, warteten die geladenen Fans auf ihren Plätzen auf das große Jurassic Spektakel und natürlich den Cast. To share the screen with her. So, yeah, honestly, I know you told me not to say that, but that's what I was saying. Actors and an amazing time. I never, if somebody had told me 29 years ago that all this would happen, I wouldn't have believed it. But you're right here to work with Colin Trevorrow is just fantastic. Hey, now it's a photo op, so please stay together. Well, we can sing another birthday song if you want us to do it, in case just... Und jetzt kann ich nur sagen, auch wenn man es nicht auf dem Bild hört, aber man sieht in dem Lächeln, wenn der Saal auch nochmal so richtig applaudiert, guck mal, wie wunderbar. Und jetzt konnte es endlich losgehen. Wir konnten den Jurassic World, ein neues Zeitalterfilm, anschauen. Über den Inhalt des neuen Filmes kann ich euch natürlich hier noch nichts verraten, aber eins kann ich euch sagen, es wird gigantisch. Ja, liebe Jurassic-Freunde, das war also die Premiere in Köln. Jetzt aber nicht wegklicken, denn jetzt habe ich noch eine ganz tolle Aktion für euch. Ich habe aus Köln ein riesiges Stoffbanner mit dem Jurassic World Dominion Logo mitgebracht. Das Banner ist über 2 Meter breit und über 1 Meter hoch und aus schönem Stoff gefertigt. Dieses Banner verlose ich jetzt an einen von euch da draußen. Was müsst ihr machen, damit ihr teilnehmen könnt? Im Idealfall natürlich habt ihr den Kanal abonniert und lasst jetzt ein Like für das Video da. Und damit ihr teilnehmen könnt, müsst ihr einen Kommentar unter dieses Video schreiben. In dem Kommentar sollte drin enthalten sein, warum ausgerechnet ihr dieses Banner haben wollt und vor allen Dingen, wo ihr es aufhängen würdet. Denn mit über 2 Meter Spannweite sollte man sich vorher definitiv Gedanken machen, wo man das gute Stück hinhängen soll. Die Aktion geht bis zum 12. Juni, also genau eine Woche, bis 23.59 Uhr. Wer in dieser Zeit hier einen Kommentar hinterlässt, hat die reelle Chance, dieses Banner zu gewinnen. Dieses Gewinnspiel steht natürlich nicht in Verbindung mit YouTube, ist also eine Aktion von mir. Und ihr bekommt das Banner, wenn ihr aus Österreich, Deutschland und der Schweiz kommt, kostenlos von mir zugeschickt. Bis die Verlosung stattfindet, wünsche ich euch ganz viel Spaß im Kino zu Jurassic World, ein neues Zeitalter. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht's gut, euer Dino-Nerd. Tschüss!